Hallo zusammen, einen schönen Nachmittag wünsche ich euch und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, ich habe mich jetzt hier hingesetzt, weil ich gerade jetzt in dieser Sekunde in der Stimmung bin. Ich bin ein Bauchmensch, ein absoluter Bauchmensch, euch in diesem Video mal den Wunsch zu erfüllen, von etlichen von euch darüber zu sprechen, was YouTube, Instagram, Zeitmanagement, die Grätsche zwischen Haushalt, Privatleben und hier Social Media mit mir angestellt haben, wie ich es meistere, obwohl ich noch ein Frischling bin. Ich habe nämlich erst im März diesen Jahres richtig angefangen, mich auf YouTube und dann auf Instagram, ja, bemerkbar zu machen. Zuerst habe ich gedacht, ich bin bestimmt zu alt. Dann habe ich nochmal mein Konzept verändert und habe doch gestaunt, dass ich hier taffe, tolle Frauen kennenlernen durfte und noch immer kennenlernen kann, mit denen ich über YouTube sowohl als auch über Instagram kommuniziere. Womit ich überhaupt nicht gerechnet habe, und da bin ich ganz ehrlich, ich habe das nur aus einem Hobby heraus gemacht, weil ich vorher ein bisschen schon im YouTube rumgestöbert habe, mal geschaut habe, was da so alles läuft und habe mich dann so als Vorleseoma oder Erzähloma hier reingeschlichen und habe gedacht, das ist so die richtige Schiene, um mal so meinem Hobby nachzugehen. Und dann habe ich das ein bisschen verändert und ich bin heute von März bis jetzt, ihr seht meine blonde Haarfarbe, ich kann gar nicht so schnell rechnen, in den paar Monaten doch auf eine große Anzahl von Abonnenten hier im YouTube, sowohl als auch eine große Anzahl an Followern im Instagram gestoßen. Das heißt, im Ursprung war es so, ich wollte es nur so als Hobby machen, während der Corona-Zeit, einfach um was zu tun zu bekommen. Ich bin so eine kleine, ja, wir Berliner sagen Rampensau, wenn ihr das kennt. Ich mag das schon. Und habe gedacht, ach, was so der eine oder andere hier macht, das mache ich auch. Mit Kochen, ja, meinem Privathaushalt koche ich sehr gerne, sehr viel. Ich koche Hausmannskost, würde ich nicht reingehen. Ja, ich pflanze auch viel in meinem Garten, gab es schon so viel. Kosmetik gab es unendlich. Ich habe also mir selber so 2, 3 rausgesucht, die mir gefallen und wo ich es nachgemacht habe. Und dann habe ich gedacht, das kannst du doch alleine mal anfangen. Und ich habe gedacht, es wird so ein kleines Hobby von mir. Womit ich aber überhaupt nicht gerechnet habe, dass es sehr zeitintensiv ist. Und besonders zum jetzigen Zeitpunkt, wo ich so viele Follower auf Instagram schon habe, die mich scheinbar gerne sehen, da gibt es auch ganz viele, die total toll mit mir kommunizieren. Also das ist nicht einfach so eine unreale Welt. Nein, die ist schon in ganz vieler Beziehung, ist sie schon real geworden. Ich führe hier gute Gespräche, ich führe niveauvolle Gespräche, wenn auch nicht verbal, aber doch auf dem, ja, auf der Social Media Linie. Und ja, es ist kein Chatroom, es ist einfach ein bisschen produktiv von mir aus und dann sehr produktiv von vielen von euch, die hier sich auch einen Namen gemacht haben. Sehr viele von euch, die einfach gerne im YouTube sowohl als auch im Instagram sind. Manchmal verstehe ich es nicht, warum sich derjenige, der sich hier im YouTube umschaut, nicht einfach auch ins Instagram geht. Weil im Instagram habe ich dann ganz schnell festgestellt, kann man ein bisschen mehr von sich preisgeben, kann man ein bisschen mehr machen. Wir sind alle gläsern und zumindest diejenigen, die ein Handy
benutzen. Schaut mal einfach ins Google rein, dann werdet ihr sehen, dass euer Google auf euch auf Schritt und Tritt schon beobachtet. Aber wer nichts zu verbergen hat, so wie ich habe nichts zu verbergen. Ich bin, wie ich bin. Ich bin ehrlich, ich bin authentisch und das wollte ich auch bleiben. Und in den paar Monaten, wo ich jetzt hier gearbeitet habe, das muss ich mal so sagen, das war schon nicht nur ein Hobby, sondern es war, entpuppte sich ziemlich schnell als Arbeit, weil ich habe am Anfang, habe ich erst mal so ein bisschen geguckt und geschaut und habe mich über die ersten Kommentare gefreut. Dann habe ich von morgens ein bisschen rumgesurft im Internet und im Instagram und YouTube und habe mir den einen oder anderen Film angeschaut. Und jetzt plötzlich stelle ich fest, dass ich doch sehr, sehr viele Kommentare unter meinen Videos bekomme, dass ich sehr viele schriftlichen Verkehr im Instagram habe, was mir sehr lieb ist, wo ich auch sage, ich möchte das nicht mehr missen. Ich möchte auch diese Art von Kommunikation nicht mehr missen. Mir ist es bis zum jetzigen Zeitpunkt echt gelungen, was ich als Geschenk sehe, dass ich nicht von Hatern reden kann, dass ich bis jetzt nicht von Leuten sprechen kann, die mit mir umgehen, so dass man sagt, oh, ich gehe da lieber wieder raus. Es wird ja darum gebeten, gerade hier im YouTube und auch im Instagram, dass man vernünftig miteinander umgeht. Das habe ich von Anfang an gemacht. Sicher habe ich das eine oder andere Mal auch vielleicht mal gesagt, oh, so wie du das machst, mache ich das nicht. Ich mache das so wie ich, aber ich bin immer höflich mit den Menschen umgegangen, weil das ist meine Umgangsform. Das war schon immer meine Umgangsform. Das habe ich anerzogen bekommen. Womit ich aber überhaupt nicht gerechnet habe, ist, dass das sehr, sehr, sehr zeitintensiv wird. Und ich glaube noch viel mehr, wenn man daraus eine Art Beruf macht. Wenn ich darüber Geld verdienen will, über YouTube sowohl als auch über Instagram, das will ich gar nicht. Dann muss man sich ganz schön vorsehen, weil da sind eine ganze Menge Portale, die auf einen zukommen, die ich nicht will, die ich aber auch bearbeiten muss. Das heißt, es sind Anfragen, ob ich Single bin. Es sind Anfragen. Es sind auch Kommentare von Männern, die gar nicht aus Deutschland kommen. Da muss man sich dann schon mal überlegen, was steckt dahinter. Ich habe Gott sei Dank meine Kinder, die schon lange im Instagram und im YouTube tätig sind, einen Schwiegersohn, der sich da richtig auskennt, der genau weiß, lass die Finger davon, lass die Finger davon. Eine Tochter, die mich berät, was ich sagen kann, was ich nicht sagen sollte. Da habe ich schon eine ganze Menge gelernt. Den Umgang habe ich gelernt. Und doch will ich auch ganz viele Frauen motivieren, ab einem gewissen Alter nicht auf dem Abstellgleis zu stehen. Aber ich muss immer wieder dazu sagen, wenn ihr in das Hamsterrad geht, so wie ich, und wenn ihr anfangt zu laufen, dann fängt sich das Rad manchmal schneller an zu drehen, als ihr es wollt. Und das ist mir passiert, dass ich also glücklich war, dass ich zufrieden war, aber dann kam plötzlich so aus dem Privatleben heraus von meinem Helden, den ich habe. Bist du schon wieder am Handy? Mann. Muss das jetzt sein, dass jetzt gerade die Nachricht kommt? Kannst du dein Handy nicht mal leise machen? Wer will denn jetzt schon wieder was von dir? Ja, aber derjenige, der was von mir will, dem habe ich ja Futter gegeben, dem habe ich ja Nahrung gegeben, der will ja etwas von mir, weil ich ihm etwas gebe. Also muss ich die Grätsche zwischen meinem Privatleben und Instagram und YouTube dann auch finden. Ich habe sie gefunden, indem ich ein langes Gespräch mit meinem Helden geführt habe
und gesagt habe, es macht mir Spaß und ich habe daran Freude und ich muss mir dafür Zeit nehmen. Dann war es am Anfang so, dass er gesagt hat, naja, dann mach es doch einfach auf den Nachmittag, 2, 3 Stunden. Da habe ich sowieso auch zu tun oder gehe ich zum Sport oder mache ich. Bin aber zum jetzigen Zeitpunkt da angekommen, dass der Nachmittag mit 2 Stunden mitunter gar nicht ausreicht. Ich möchte gerne ein Video drehen, so wie jetzt. Ich möchte mir dafür Zeit nehmen, so wie jetzt. Ich möchte gerne auch mein Tagesgeschehen ganz gerne preisgeben. Jedenfalls das, was die Leute vielleicht lustig finden oder interessant finden oder für gut heißen. Aber ich möchte mich nicht geiseln lassen. Dann kamen die ersten Anfragen. Möchtest du nicht? Möchtest du nicht? Möchtest du nicht eine Kooperation mit mir? Möchtest du nicht eine Kooperation mit mir? Ich will gar kein Geld verdienen. Ich kann das auch darüber gar nicht, weil ich in einem Ausschließlichkeitsvertrieb noch mitarbeite, auch wenn ich auf Rente bin. Und ein Ausschließlichkeitsvertrieb wünscht das nicht. Und der Branche, in der mein Held ist und auch ich noch immer ein bisschen drin stecke, ist das nun mal nicht gewünscht. Ja, dann überlegt man, was macht man denn? Ja, und dann verzichtet man darauf und sagt, ich muss mich hinsetzen und sagen, was möchte ich denn überhaupt? Ich möchte darüber schon kommunizieren, ich möchte ein bisschen von mir preisgeben und ich möchte ganz gerne ein bisschen etwas zurückhaben. Es lässt sich aber zeitmäßig im Laufe des Tages ganz schön schwierig gestalten. Um das jetzt mal vielleicht so ganz klipp und klar zu sagen, man muss strukturiert in seinen Alltag gehen. Jetzt kann man sagen, naja, du bist Rentnerin und du hast auch nur einen Helden zu versorgen und so einen Salonlöwen und seinen Kater Wolle. Und dann habe ich natürlich eine 2,5 Zimmer Wohnung mit Garten. Ja, das ist ja alles schnell gemacht. Ja, aber so einfach ist es nicht. Weil wir leben in einem Mehrgenerationenhaus. Ich werde also ganz, ganz oft noch von den Kindern gebraucht. Ich habe einen großen Part der Arbeit, die die Kinder nicht machen können, weil sie noch arbeiten gehen, weil sie berufstätig sind und die Kinder habe ich noch mit übernommen, sprich ein bisschen mehr Gartenarbeit und ein bisschen mehr all die Arbeiten, die dann so eine Mutter oder Schwiegermutter macht. Da ist noch ein bisschen mehr dran. Ja, da muss mein Haushalt aber auch klar sein. Und ich muss auch meinen Helden, der sich ja darauf gefreut hat, dass ich jetzt auf Rente bin und dass wir noch mehr machen können, den muss ich auch zufriedenstellen. Und mich muss ich auch zufriedenstellen. Ich muss immer zusehen, dass ich mich bei allen melde, bei denen, die mir folgen, weil das ist ja eine Art Wertschätzung. Das heißt, ich kann die nicht einfach links liegen lassen. Und bei mir ist es jetzt zu einem Zeitpunkt schon angekommen, dass ich manchmal es nicht in den Tag hineinpacken kann, diese Arbeit auch noch zu machen, weil ein Stück Privatleben muss ja noch übrig bleiben. Wenn ich mir jetzt aber vorstelle, dass es hier ganz, ganz viele gibt, die Kinder haben, die auch noch mit im YouTube und im Instagram sind, die auch ihre Stories noch bringen, die auch noch präsent sind, die auch noch Kooperationen haben, kann ich nur sagen, Hut ab, wenn ihr das alles so für euch taktet. Bei mir muss der Haushalt stimmen, bei mir muss Ordnung herrschen, bei mir soll es zu einem Zeitpunkt Mittagessen geben, zu einem Zeitpunkt Abendessen geben, der Feierabend soll mir und meinem Helden ausschließlich gelten. Und ja, deswegen. Aus diesem Grunde lege ich mein Hobby, weil ich es so gerne mache, auf die frühen Morgenstunden. Das heißt, ich verzichte, nee, ich verzichte eigentlich nicht, das ist Quatsch. Ich bin ein absoluter Frühaufsteher und wirklich Frühaufsteher. Ich gehe auch nicht allzu spät ins Bett.
Außerdem braucht man in meinem Alter mit 66 Jahren, braucht man auch, ach, weiß nicht, wenn ich 5 Stunden am Stück ordentlich und toll und super schlafe, dann für mehr Schönheit könnte ja gar keiner ertragen. Und dann lege ich das mir auf die frühen Morgenstunden, indem ich dann sage, ja, ich mache in den frühen Morgenstunden mein ganz klein bisschen Hobby. Dann komme ich in den Alltag über, dann mache ich meinen Alltag, so wie leicht wie ihr dann arbeiten geht. Und wenn ich Feierabend habe, wenn ich also für mich hier haushaltstechnisch Feierabend habe, dann freue ich mich darauf, mich hier hinzusetzen und auch mit euch Themen zu besprechen, die da toll sind und die ich gerne rüberbringen will. Und von denen ich natürlich gerne von euch als Abonnenten im YouTube oder als Follower im Instagram gerne zurückhaben würde wollen. Weil darüber freut man sich ja. Man macht ja nichts, ohne doch ein kleines Fünkchen Anerkennung zu haben. Ich habe aber nie damit gerechnet, dass ich tatsächlich hier in meinem Alter mit dem, was ich mache, so viel Anerkennung bekomme. Danke. Danke, kann ich da nur sagen. Und warum ich nun vorhin gesagt habe, genau jetzt möchte ich das sagen. Ich habe heute Morgen, das ist so ein toller Tag, ich bin heute Morgen sehr, sehr zeitig aufgestanden, habe ein YouTube-Video noch hochgeladen, also eben auf YouTube, damit es heute früh noch online geht. Habe das auch gemacht, habe so meinen Kram gemacht und dann bin ich mit meiner Mutter losgezogen. Und habe gesagt, oh super, das dauert ungefähr circa 2 Stunden mit ihr. Länger wird es nicht dauern. Dann komme ich nach Hause, dann mache ich 1 Stunde Mittag. Und dann setze ich mich hier ganz in Ruhe ran. Kann dann noch so ein bisschen dann gegen Abend noch so ein bisschen meinen Haushalt machen. Und dann kann ich mich auf die Couch hauen und dann ist meine Welt in Ordnung. Meine Mama war heute nicht so gut drauf. Sie ist ja 93 Jahre und da ist das schon mal so, dass es auch andere Tage gibt. War heute sehr durch den Wind, sie war sehr aufgeregt, weil wir mussten für sie eine Brille abholen und sie wollte dieses noch und sie wollte jenes noch und sie wollte das noch und das hat nicht so funktioniert und dafür brauchte sie noch Zeit und dafür brauchte sie noch Zeit. Also brauchte ich meine totalen Nerven für sie, weil das ist ja auch wichtig. Sie kommt ja nur raus durch mich, durch fast niemanden anders mehr. Ja. Wie das im Leben so spielt, hat es gerade an der Tür geklingelt. Ich habe jetzt so ein bisschen den Faden verloren. Ah, aber ich greife ihn jetzt einfach auf. Und zwar, warum ich gerade jetzt das mache. Also, ja, meine Mama. Das ist jetzt weiß ich es wieder. Meine Mama war halt heute nicht so gut drauf, was verständlich ist. Also, meine ganzen Nerven brauchte ich und das Ganze hat nicht 2 Stunden gedauert, sondern 4 Stunden insgesamt. Gut, nach den 4 Stunden habe ich sie dann ins Seniorenzentrum zurückgebracht und habe gedacht, so jetzt fährst du nach Hause, machst noch eine kleine Pause. Mensch, dann bin ich hier nach Hause, da hat mich mein Held empfangen, dann musste der mir noch irgendwas erzählen, da war noch ein bisschen arbeitstechnisch, der musste auch sein Frust ein bisschen loswerden. Da haben wir darüber noch gesprochen, dann habe ich mich von ihm verabschiedet, der ist jetzt drüben und schnitzt mit dem großen Enkel den Kürbis. War vorher mit ihm beim Friseur und habe ich jetzt gedacht, ja, jetzt hängst du noch schnell die Wäsche auf, machst dir noch einen Tee und dann setzt du dich hier hin und dann machst du dieses Video. Ja, ich habe dann die Wäsche aufgehängt und habe den Korb mit den Klammern so oben raufgestellt und bin nochmal zurück ins Badezimmer, weil ich ein Kleid aufhängen musste. Ich hörte es nur poltern und so klappern, was ich dachte, irgendwie hörte sich das nicht gut an. Wir haben von einer Sekunde auf die andere Sekunde draußen Sturm. Der gesamte Wäscheständer flog quer über die Terrasse. Somit dann auch mein ganzer großer Klammerkorb. Es verschollte sich alles im Garten. Ich habe dann erstmal alles wieder eingesammelt und habe gedacht, was soll es jetzt eigentlich noch werden? Ich wollte mich eigentlich nur gemütlich hinsetzen heute und wollte dieses Video machen. So, dann habe ich den Wäscheständer erstmal dahin geschleppt, wo der Wind ihn nicht umhauen kann. Habe, glaube ich, gefühlte 2000 Klammern eingesammelt.
bin dann hier reingegangen und habe mir dann einen Tee gemacht und habe dann festgestellt, dass mein Held den Wasserkocher mit Essig gefüllt hatte. Ja, ich habe dann nur Wasser raufgegossen, weil ich es gar nicht nachgeguckt habe und habe das gekocht und habe mir dann den Tee gemacht und er hat sehr lecker geschmeckt. Und außerdem waren, glaube ich, gefühlte Kalkreste da drin. Ich habe es dann auch gerochen, habe das dann weggemacht, habe den Wasserkocher ausgespült, habe ihn nochmal ausgekocht, habe ihn nochmal ausgekocht, habe mir jetzt dann einen Tee gemacht, der sieht sehr gut aus. Mit dem bin ich dann hierher gegangen und habe mich jetzt hier hingesetzt und habe gedacht, ja, alles im Allen ist es jetzt Viertel nach drei und eigentlich wolltest du so bei 13 Uhr in Ruhe dein Video machen, um dann den Rest zu schaffen. Ja, dann ist aber jetzt noch dazu gekommen, dass ich auch noch mal mein Handy angemacht habe und es haben mir etliche, weil ich so lange nicht im Instagram war und auch nicht im YouTube war, haben mir auf YouTube auf meinem Video von heute früh so tolle Frauen, so tolle Kommentare hinterlassen und die kann man nicht einfach verbrennen. Da muss man sich hinsetzen und da muss man dann auch ein paar Antworten geben, weil mir ist das schon untergekommen, dass die eine oder andere tatsächlich mir mal untergegangen ist und ich dann natürlich einen naserümpfenden Kommentar bekommen habe von wegen, schade, dass du mir nicht antwortest. Und dann verliert man auch seine Abonnenten und verliert auch seine Anhänger, wie ich das mal sagen will. Kleine Fangemeinde. Das möchte ich nicht, das möchte ich überhaupt nicht, weil ich habe es ja genau aus diesem Grunde gemacht, dass ich dieses Hobby mache. Und insofern ist ein Zeitmanagement von wegen, jetzt gehe ich mal eine Stunde ins Internet und mache das, das ist kaum möglich. Und je mehr es wird und je mehr man auf der vielleicht richtigen Schiene arbeitet, je mehr fordert die Zeit des Privatlebens ein. Und man muss Gespräche mit seinem Partner führen und man muss aber auch gleichzeitig wieder sagen, wenn wir mal unterwegs sind, hey du, ich habe schon ein paar Stunden nichts von mir hören lassen. Da könnte es mal sein, dass die eine oder andere sagen muss, was ist denn mit ihr? Sie hat doch damit angefangen. Das würde ich ja wahrscheinlich genauso sagen. Ich mache das auch bei dem einen oder anderen Kanal, dass ich sage, oh, ey, seit 3 Tagen hörst du von ihr überhaupt nichts mehr. Ja, und dadurch muss man sehr, 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 oder ich muss sehr, sehr diszipliniert sein, um alles unter einen Hut zu bekommen. Und ich glaube, wenn ich, jetzt muss ich mal wieder aufpassen, mal wie ich das sage, wenn ich nicht so diszipliniert wäre an mir selber, dann gäbe es, glaube ich, hier zu Hause schon den einen oder anderen Ärger, das eine oder andere größere Chaos und vielleicht würde es mir dann auch nicht mehr so viel Freude bereiten, weil wenn man von der einen Seite hört, man, die ist schon wieder im Instagram und von der anderen Seite hört, könntest du auch vielleicht mal das machen oder noch viel schlimmer, ich komme ins Wohnzimmer und sage, oh, ich habe schon 2 Tage nicht das gemacht. Das geht nicht. Also man muss schon bei dieser Art von Hobby schon eine gewisse Disziplin auch wieder an den Tag legen. Und Hut ab vor all denjenigen, die das können, mit Familie, mit 2, 3, vielleicht sogar 4 Kindern. Auch die müssen sich diese Zeit nehmen, weil sie es wollen. Und auch da muss der Rückhalt, glaube ich, von der Familie ganz stark sein. Ich glaube, ich könnte das nicht machen, wenn mein Held sagen würde, ich finde das alles Mist, was du da machst. Und ich möchte das nicht. Und was machst du denn jetzt schon wieder? Und warum kaufst du denn das jetzt schon wieder? Und warum hast du denn jetzt schon wieder dieses Handy an der Hand? Nein, mein Held steht schon
an meiner Seite. Und er sagt, mir ist ein Hobby, was du zu Hause machst, tausendmal lieber, weil dann weiß ich, wo du bist. Und dann weiß ich, wann ich dich ansprechen kann. Und ich sehe, dass du zufrieden bist. Und deine Zufriedenheit, die wirkt sich auch auf unser Privatleben aus. Jo. So ist das mit diesem Zeitmanagement. Manchmal ist es auch so wie heute, dass dann auch mein Held jetzt noch gerade reinkommt und sagt, da ist so ein Päckchen wiedergekommen von deiner Make-up-Coach. Und außerdem ist dein Päckchen gekommen von deinem bestellten Schmuck. Habe ich schon mal aufgemacht. Sieht schick aus. Und außerdem hat der Postbote auch noch deine bestellte Kosmetikware gebracht von deiner Lieblingskosmetikerin. Und außerdem ist auch noch Post für dich gekommen. Und irgendwie muss ich das heute alles noch unter einen Hut bekommen und muss mir dann schon wieder Gedanken machen. Was mache ich denn daraus? Dabei wollt ihr sicherlich mitgucken. Dabei wollt ihr mitgucken. Meine Post muss ich noch lesen. Meine Post muss ich eventuell beantworten. Dann ist aber schon wieder Abendbrotzeit. Der Kochpart und der Abendbrotpart, das ist mein Part. Dafür macht mein Held alles, was Papiere betrifft. Da möchte ich mich aber auch der Länge nach auf der Couch wohlfühlen. Ich möchte mir auch Gedanken machen, was möchte ich heute Abend noch eigentlich für einen Film schauen? Oder wollen wir puzzeln? Oder wollen wir ganz einfach mal quatschen? Und das muss alles, 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 alles in diese Kiste rein. Und dann muss das alles durchgemischt werden. Und dann muss man sich die schönsten Sachen rausnehmen. Wer entscheidet, was die schönsten Sachen sind? Ja, die Entscheidung liegt bei mir. Und ja, ich habe sie mit meinem Helden besprochen. Und ja, ich habe noch so etliche kleine und größere Wünsche, die ich auch noch machen möchte. Und ja, ich möchte noch viel mehr von euch kennenlernen, von jedenfalls von denjenigen, die ich bis jetzt kennenlernen durfte. Und ja, ich möchte gerne ganz viele Frauen ab Ü50, Ü60 und Ü70 auffordern, ey, geht doch mal hier rein, macht doch mal irgendwas, tut doch mal was, macht euch doch mal so ein bisschen präsent. Soll ich euch motivieren dazu? Möchtet ihr das so gerne? Ja, dann bitte. Und wenn ihr mir dann noch schickt, Mensch, toll hast du das gemacht und super, dass du dich da hinstellst und super, das ist wie so eine Streicheleinheit. Und dann möchte ich das morgen weitermachen. Und dann muss ich mir heute schon darüber Gedanken machen, wie gestalte ich denn morgen meinen Tag? Kommt hoffentlich nichts dazwischen, dann läuft er ganz leicht ab und dann können wir das machen. Also, ich verzettel mich nicht, weil ich mache wirklich irgendwann einen Cut und sage jetzt nicht. Mein Held hat gesagt, ich möchte jeweils nicht, dass du ans Handy gehst, wenn wir unsere Mahlzeiten einnehmen. Ich lese auch keine Zeitung, wenn ich frühstücke. Ich lese sie erst danach. Und ich möchte ganz gerne, dass wir gemeinsam darüber sprechen, was du machst, wie du es machst. Und ob es unseren kompletten Haushalt oder unseren Tagesablauf komplett durcheinander bringt. Das habe ich ihm versprochen. Und er hat mir dafür auch seine Dinge versprochen und hat gesagt, ja, wenn wir abends, wenn wir von morgens uns absprechen, dann sagen wir, das und das und das wollen wir machen und das muss in diesen Tag mit eingebaut werden. Und das klappt und das klappt sehr gut. Ja, halbes Stündchen ist um. Ich hoffe, ich habe genügend von meinem Zeitmanagement, Grätsche, Haushalt, Privatleben, Instagram, YouTube, Social Media preisgegeben. Ich habe euch gesagt, wie ich es handhabe. Und ich habe gesagt, ich verzettel mich nicht. Und ich gucke jetzt auf die Uhr und gleich sind 30 Minuten um. Und ich glaube, eine halbe Stunde kann man mir mal zuhören, gerade weil ihr euch das gewünscht habt. Aber für mehr muss es auch nicht sein. So, und das war alles aus dem Bauch heraus. Das ist jetzt raus und jetzt kann ich mich meinem Privatleben wieder widmen. Nachher schaue ich noch mal rein.
Ja, ich kann nichts unbedingt in die Infobox schreiben, weil dafür gibt es keinen Lehrplan, kein Regelwerk. Das muss jeder selber entscheiden. Aber ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn ihr mir Kommentare dazu schreibt. Und ja, das war's. Ich wünsche euch einen ganz, ganz schönen Nachmittag und ganz viel Freude im Social Media Bereich, wenn ihr es so macht wie ich bisher. Und ich wünsche mir keine Hater, ich wünsche mir keine Ghoster, ich wünsche mir keine Menschen, die sich für das, was ich mache, überhaupt nicht interessieren. Dann sollen sie einfach weiterklicken. Und dann kann ich das auch verstehen. Und ich wünsche mir ganz, 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 ganz viel noch Kontakt zu euch. Und wenn ich auch verspätet schreibe, ich schreibe. So, und nun wie immer. Es wird mir nicht langweilig. Tschüss, eure Farbfroh 60 plus. Bis zum nächsten Mal.